Nach Facebook geht es jetzt um DayZ. 2014 wird das Jahr der DayZ-Updates. Die Standalone-Macher haben viel vor. Auf der Liste stehen neue Waffen, Fahrzeuge und Baumaterialien. Gehen wir ins Detail. Laut Dean Hall soll das Jagen nach Chernogorsk kommen. Außerdem Camping, Pfeil und Bogen und natürlich Fahrzeuge. Helikopter und kleine Flugzeuge werden sehr wichtig. Allerdings werden diese sehr schwer instand zu halten sein, damit das Spiel ausgeglichen bleibt. Was das Bauen von Basen angeht, braucht das Entwicklerteam noch etwas Zeit. Erstmal sollen Barrikaden hinzugefügt werden. Militärgewehre werden seltener spawnen, sobald neue primitivere Waffen ins Spiel kommen, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen. Somit soll es neuen Spielern leichter gemacht werden, zu überleben. All diese Änderungen sollen in mehreren Updates in den nächsten 6 Monaten kommen. Genug Gründe, um bei DayZ zu bleiben? Lasst uns austauschen in den Kommentaren.